Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich habe das Spiel einfach mal 10 Minuten lang laufen lassen, ohne auf Pause zu drücken. Und, ach, ich wollte gerade sagen, die Katze ist weg, aber da ist sie ja schon. So, gut, das soll uns dann aber erstmal nicht weiter kümmern, denn wir sollen diese Schriftrolle finden, die unser werter Herr erfolgreich zusammen mit dem Schiff versenkt hat. Naja, so oder so ähnlich. Schauen wir mal, wie weit weg das ist. Sollten wir... Ne, wir haben noch ein bisschen. Bleiben wir mal über Wasser, solange es geht. Werfen nochmal einen Blick auf die Karte. Oh ja, das ist ja noch ein guter Weg. Ein guter, guter Weg bis dahin. Ja, ich meine, wir haben ja nichts Besseres zu tun, ne? Ach so, wir sollen den retten? Ja klar, gerne. Ach so, der Typ hat gar nicht das... Und Zeug mit, wofür wir ihn überhaupt gerettet haben. Ja, schade. Dann, so. Ja, schade, dann wären wir wohl doch irgendwie sonst noch wohin gehen müssen, um den Scheiß zu finden. Das ist ja jetzt unangenehm. Ah, naja. Okay. Aber Hauptsache den Kerl retten, ne? Hat er sich bei uns bedankt? Ich hoffe, der hat sich wenigstens bedankt. Ich weiß es nämlich nicht mehr. So, noch ein bisschen ist ja wohl. Ah, vielleicht können wir anfangen schon mal zu tauchen. So. Ah, da sehen wir schon das Schiff. Hello. Ja, das ist mal ein Wrack. In der Tat. Wow, in einer Truhe, wie praktisch. So. Und da ist sie auch schon auf. Die verdammte Schriftrolle. Neck. Gut, immerhin fühlt sich Bayek genauso wie der Spieler. Und zwar völlig verarscht. Ey, kann ich dein Boot klauen? Ey, ich geb's dir auch ganz sicherlich zurück. Ganz sicherlich kriegst du das nicht zurück. Achso, das bist ein Gegner. Gut, dann kriegst du es erst recht nicht zurück. Weil du nicht mal dein Leben behältst. Bam. Boah, richtig reingeklötzt. So, aufsitzen. Und los. So. Brauchen wir nicht noch eine Minute wieder zurückrudern, sondern einfach in wenigen Sekunden, bam, hier direkt ankommen. Hallo. Hier ist ein kostbarer Papyrus. Gut gemacht, Bayek. Ich sehe, du bist ein fähiger Mann. Jemand, dem ich vielleicht vertrauen kann. Vielleicht? Was heißt hier vielleicht? Ich habe den Arsch aufgerissen für dich. Die Schriftrolle war für den römischen Feldherrn Pompeius gedacht, um Rom auf Kleopatras Seite zu ziehen. Sie wird dir sehr dankbar sein, dass dieser Schriftwechsel weiterhin geheim bleibt. Sie ist auf meinem Anwesen, zu dem wir jetzt abfahren. Wie passt Arya in diese Geschichte? Ihr Vetter Phanos erzählte mir, dass sie auf den Tod einer gewissen Beute aus war. Und wie das Schicksal so spielt, hatte auch ich Grund, diese Beute zu töten. Als Arya Erfolg hatte, schritt ich ein, um sie zu schützen. Ah. Wir sind dankbar. Und wir müssen dir danken, dass du Eodoros eliminiert hast. Er war ein abscheuliches Individuum. Ich sollte dir sagen, dass ich neben Eodoros auch den Philaketei von Alexandria getötet habe, Gennadios. Gennadios? Ich bin sehr erfreut, dass er tot ist. Aber es könnte dir ernste Probleme einbringen. Die Philaketei sind eine verschworene Gemeinschaft. Und Mordlüstern. Sie werden dich mit Sicherheit jagen. Sollen sie doch. Darf ich fragen, warum du Eodoros tot wolltest? Wie du weißt, ist Kleopatras Bruder, Ptolemäus, zu jung und gefügig, um ein starker Anführer zu sein. Wir glauben, dass Eodoros die treibende Kraft hinter Ptolemäus war. Und für viele der aktuellen Probleme Ägyptens verantwortlich ist. Hm. Da wären wir. Die Villa ist gleich vor uns. Wow, dann lernen wir vielleicht tatsächlich Kleopatra schon kennen. Das wäre cool. Ah, klettern wir mal rauf. Ja, spannend. Das nimmt doch alles an Fahrt an. Und ich rieche schon weitere Aufgaben und Gefahren für uns. Aber das kommt uns ja jetzt sehr gelegen. In der Villa erfährst du mehr. Boah, ja, um Kleopatra zu treffen. Nice.
Und so ein Widder, Bock, Ziege, irgendwas. Die Königin genießt das Leben der oberen 10.000. Ich bin froh, dass mit Aya endlich etwas Vernunft in Kleopatras Gesellschaft eingekehrt ist. Alter, lauf doch mal schneller. Das gibt's doch nicht. Nee, oder, nee, der gibt hinterher. Aber die Mission heißt Folge. Ach, egal. Nee. Apollodoros, wo hast du denn deine Tür? Hier. Wo sollen wir denn hin? Apollodoros! Beweg dich! Ich bin verwirrt. Sie ist ein außergewöhnlicher Mensch, deine Frau. Ich weiß. Bayek, bevor ich alle Geheimnisse lüften kann, muss Kleopatra dich treffen und akzeptieren. Sie kann etwas eigen sein. Lass mich dir einen Rat geben. Wenn du dich ihr näherst, beuge das Knie zur Ehrerbietung. Sprich nur, wenn du gefragt wirst. Du sollst nicht fragen, sondern antworten. Lass dich von den Feierlichkeiten nicht ablenken. Sie hat ein großes Gefolge, das sich äußerst gerne amüsiert. Nicht selten im Übermaß. Sprich deutlich, in angemessenem Ton und vor allem, meide jeden Blickkontakt. Okay. Bereit? Ich kann's kaum erwarten. Na, geht doch. Mal sehen, ob sich Bayek an die Tipps hält. Puh, endlich Kleopatra, ich bin so gehypt. Komm her, du. Fang mich. Komm her zu mir, beiden. Oh mein Gott. Ja, ich habe sie mit ihrem Mann erwischt. Es ist ein äußerst angenehmes Gefühl. Hier entlang. Keine Sorge, sie ist nicht nachtragend. Mit Bienen? Wo ist unsere Opiumpfeife? Wir schlafen mit egal wem. Solange er einverstanden ist, sich am Morgen hinrichten zu lassen. So wie Xanthides. Er war sehr zufrieden mit diesem Arrangement. Wer ist dieses köstliche Mannsbild? In Mehoto Eknepschebe? Meine Königin, das ist er. Nun. Ein großzügiges Angebot. Doch ich habe bereits dieser Frau Treue geschworen. Ah ja, eine gute Wahl. Komm, wir haben sehr viel zu bereden. Feiert, meine Freunde! Die ist ja geil drauf. Du solltest vor ihr knien. Ich finde die beiden irgendwie schon cool. Ach, schön. Ah, Pascharenta. Das sind Aya und Bayek. Sie haben Iodoros ins Totenreich geschickt. Vorzüglich. Dann helft ihr uns bei unserem Vorhaben? Wir wissen nicht, was euer Vorhaben ist. Iodoros war ein Mitglied des Ordens der Ältesten. Sie sind verantwortlich für unser Exil. Sie nahmen uns unseren Thron. Und warum sollte mich das kümmern? Die Schlange hat viele Köpfe. Diese Köpfe bilden den Orden. Die Schlange ist der, der meinen Sohn ermordete. Es ist nicht so einfach. Was erzählt er denn da? Keine Ahnung. Vielleicht weiß er was. Der Orden der Ältesten will ganz Ägypten kontrollieren. Ptolemäus ist ihre Marionette. Wir haben Informanten in allen Regionen. Aber sie konnten dem Orden bisher nichts anhaben. In ganz Ägypten arbeiten mysteriöse Kräfte gegen uns. Zum Beispiel hier, im Nildelta. Der endlose Sand verschlingt ganze Dörfer. Und dahinter verbirgt sich eine böse, menschliche Kraft. Diese Kraft gehört zum Orden der Ältesten und nennt sich Skarabäus. Und hier drüben im allerheiligsten Gizeh hält eine schattenhafte Figur namens Hyäne alle Fäden in der Hand. Sicher ist, dass Gizeh das Land des Todes ist. Und des Verlusts. Und dann gibt es noch Memphis. Alles ist verflucht in meinem Land. Sogar der heilige Apis-Stier selbst. Der Mann, der sich die Echse nennt, hat etwas beschworen. Eine dämonische Macht.
Dann ist die Schlange der Orden der Ältesten. Ja. Eodorus war bekannt als das Nilpferd. Du hattest recht, mein Liebster. Er war noch nicht der Letzte. Sie sind alle schuldig. Wenn der Orden etwas begehrt, so wie in Siva, dann vernichtet er alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst Siva, nun das Fayum. Die am stärksten unterdrückte Region in ganz Ägypten. Wo das Krokodil mit grausamer Hand regiert. Die Einwohner leben in ständiger Angst. Und dieses Schicksal blüht ganz Ägypten, wenn wir den Orden nicht aufhalten können. Wir müssen entschlossen handeln. Es wird Zeit für tödliche Attentate. Wir haben Chemos Mörder immer noch nicht gefunden. Der Ka unseres Sohnes wird erfreut sein, wenn wir die Gestalten von der Karte tilgen. Du bist jetzt unser Magi. Beschützer der wahren Pharaonen von Ägypten. So soll es sein. Heute wird getrunken, gefeiert und geliebt. Und morgen. Und morgen geht's los. Hui, ja, da haben wir also unser Ziel. Stecken viel mehr Leute hinter dem Schleier der Schlange. Ja, Bayek hat noch einiges zu tun. Wir haben noch einiges zu tun. Nur dieses Mädchen. Die Schönheit Ägyptens, ja. Das goldene Magi-Abzeichen erhalten von Kleopatra selbst. Das ist doch mal eine Ansage. So, und ich sehe schon, wir haben 4 Hauptquests bekommen. Boah, heilige. Klar, die Hyäne, die Echse, das Krokodil und der Skarabäus. Den Skarabäus können wir sogar machen, tatsächlich. Da können wir schon mal losgehen. Wir können auch... das Wiesel. Eine kleine Nebenquest. Warum nicht? Wir haben doch noch ein bisschen Zeit. Da können wir doch mal eine kleine Nebenquest anfangen. Ich habe euch ja versprochen, dass wir ein bisschen Nebenquests machen. Ruja, wo treibst du dich? Machen wir das einfach mal hier. Zur Abwechslung mal wieder. Wir waren ja relativ aktiv jetzt mit den Hauptquests. Und jetzt für die letzten paar Minütchen fangen wir mal das Wiesel hier an. Du, Neb, bist jung und deine Beine sind kräftig. Genau richtig. Vor kurzem kam eine Taube an. Ich schickte Ruja, sie zu holen, aber sie ist so unzuverlässig. Vermutlich himmelt sie den Waffenmeister an. Wenn ich sie sehe... Wie auch immer. Ich will den Brief. Laufe zum Taubenturm und hole ihn. Neuigkeiten sind sehr wichtig dieser Tage. Sicher, Verwalter. Ich sehe, was ich tun kann. Okay. Das klingt ja jetzt nicht nach einer mordsmäßig krassen Aufgabe. Aber wenn er meint, dann machen wir das. Wow, vor allem diese 3 Meter, die kannst du auch nicht alleine laufen, Typ, ey. Mein Gott. Gut. Die Tauben sind ganz aufgeregt. Was ist denn passiert? Fortschritt der Untersuchung. Achso, wir sollen die Unruhe untersuchen? Vor allem welche Tauben? Na, egal. Ein böses Omen. Wie wurde diese Kohle verschüttet? Hier, glaube ich, hat auch irgendwas aufgeläutet. Nein. Nein. Ja, okay, wir werden nach oben müssen. Oh, da sind auch so einige Pfeile. Aha. Oh ja. Okay, aber nur zum Plündern. Wow. Schade. Ah, guck mal, hier ist...
Hier ist was los gewesen. So, runter. Zack. Ja, hier. Blut. Noch frisch. In der Tat. So ein Chaos. So ein Chaos. Ist alles das Gleiche? Das Ding hier ist kaputt. Das Geländer gab nach. Und jemand fiel herunter. Ja, da können wir jetzt nochmal gucken. Sehr viel Blut. Wo ist die Leiche? Ha, hier drin? Kann ich das irgendwie untersuchen? Nee, ne? Hier ist aber auch keine Blutspur. Okay, was habe ich noch nicht untersucht? Irgendwas ist noch nicht angeguckt worden. Das hatten wir schon. Ein böses O. Oh, so ein Punkt fehlt uns. Ich hasse sowas. Hier rum. Auch nix. Nee. Na. Okay, nee, verlassen ist auch schon wieder zu hoch. Das habe ich mir angeguckt. Das haben wir uns. Ach krass, aber der kann auch hier nicht helfen, unser Senu. Unsere Senu. Gucken wir mal, wie groß ist das Gebiet. Das sehen wir hier auch nicht, ja. Das ist nervig. Das Geländer gab ne. Ja. Hui! Wow, mit einem Fallrückzieher-Dreher. Wow, cool. Ja, hä? Hä? Ah, nee, doch, das hatten wir schon. Klar. Vielleicht hier den Weg folgen? Ah! Ich lasse dich nicht hier. Pelias muss die angemessenen Riten vollziehen. Oh Mann. Arme Ruja. Hättest du nur gewusst, wie man so einen Sprung macht. In was bist du hineingeraten? Bestien in Menschengestalt fallen über die Schwachen und Machtlosen her. Wir können diesen Schakalen doch nicht einfach den Bauch hinhalten. Da sagst du was. Da sagst du was, Bayek. Ah, es tut mir sehr leid. Uncoole Nachrichten, mein Freund. Uncoole Nachrichten. Bei den Göttern. Oh ja. Warum nur? Sie wurde vom Taubenturm in den Tod gestürzt. Dein Brief. Wieso musste sie sterben? Dieses Abzeichen gehört Dymnos, unserem Waffenmeister. Wieso hatte sie es? Das werde ich herausfinden. Boah, sie hat richtig viele Schnitte irgendwie in den Armen und so, oder? Im Gefilde der Binsen wandeln. Puh, ja, gut. Die Uhr sagt mir, dass es wieder Zeit ist, aufzuhören. Finde ich gerade schade, weil jetzt hätte ich echt gerne erfahren, was da los war. Warum die Arme, die nicht mal bestimmt irgendwas getan hat, sterben musste. Das Leben ist unfair, die Welt ist unfair und ein grausamer, kalter Ort. So, und damit möchte ich euch in den Alltag wieder zurückentlassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bleibt optimistisch, macht's gut und wir sehen uns in der nächsten Folge von Assassin's Creed Origins. Bis dann, ciao, ciao.